Liebe Schwestern und Brüder, es ist uns in der Passion schon begegnet, und zwar in der Fassung nach Johannes. Wir werden ja hauptsächlich das Johannesevangelium hören und den Worten Jesu nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums folgen. Es ist uns in der Johannespassion am Karfreitag schon deutlich geworden, dass Johannes einen etwas anderen Blick auf den leidenden Christus und auf sein Kreuz hat. Es ist der Blick der Erhöhung, gleich hier im dritten Kapitel des Johannesevangeliums in dem tiefen Gespräch mit Nikodemus taucht das zum ersten Mal auf. Jene Erhöhung, die wir jetzt 50 Tage lang feiern. Und wir wollen ein wenig den Gedanken der Adrienne von Speyer folgen, wenn sie Folgendes zu dieser Stelle beobachtet. Der Herr am Kreuz erhöht, wird durchsichtig zum Vater hin. Nur durch ihn hindurch und nur durch den Emporblick zu ihm können wir den Vater sehen. Indem wir im Glauben zum erhöhten Herrn emporblicken, wird unsere Sünde hinweggenommen, wie den glaubenden Juden ihre Krankheit durch den Emporblick zur ehernen Schlange. Denn die Sünde wird nie dadurch getilgt, dass man auf sie blickt, sondern immer nur durch die Schau der Reinheit, die uns emporzieht. Das ist ein einfaches Geheimnis des Glaubens, noch ganz unabhängig vom Geheimnis der Beichte. Die Kontemplation der Reinheit ist es, die reinigt. Und zwar der Reinheit als eines Weges zur Liebe. Nie ist die Reinheit Selbstzweck. Frei sein von Sünde ist nie ein Platz, an dem man stehen kann, sondern immer ein Weg, auf dem man sich bewegt. Und zwar ein Fortgehen von sich selbst. Der Weg von unserem Schlangenbiss zum heilenden Gott. Wie sehr, scheint mir, haben wir es nötig, genau diesen Blick zu lernen. Wenn wir von Sünde und Schuld reden, auch manchmal, wenn wir offiziell als Kirche reden, wir wenden den Blick viel zu sehr auf die Sünde und die Schuld, aber davon geht es ja nicht weg. Es muss der Blick auf die Reinheit sein, der Blick auf den erhöhten Herrn, der Blick auf den heilenden Gott und nicht wieder und wieder der Blick auf uns selbst, und sei es der Blick auf unsere eigene Sünde. Diese Zeit mit all dem, was sie uns nahe bringt und was sie uns tief erfahren lässt und schenkt, lehrt uns genau diesen Blick wieder einzunehmen, empor.